verzeichnet man eine Lebensverlängerung von 21%. Die beste Leistung bei älteren Säugen konnte gezeigt werden, wenn Sirtuin 1 und 6 beide aktiviert worden sind, so konnte die Leistungsfähigkeit auf ein Niveau gebracht werden, der älteren Säugern wie das von jungen Säugern. Nur durch die Aktivierung dieser Sirtuine in dem Körper dieser Säuger. Ich finde das unfassbar hier, wirklich. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Dankeschön fürs Einschalten. Ich freue mich wirklich. Und zwar in diesem Video möchte ich dir die neuesten Studien aus der Altersforschung hier präsentieren und welche Stoffe genau diese neu erforschten Langlebigkeitsgene aktivieren und in welchem Lebensmittel diese enthalten sind. Wenn du mich für meine kostenlose Arbeit belohnen möchtest, dann schau sehr gerne auf purazell.de vorbei oder auch in die Infobox. Dort findest du meines Erachtens die wissenschaftlichsten, optimiertesten Produkte von mir selbst entwickelt und in unabhängigen Laboren nochmal laborgeprüft auf die Sauberkeit natürlich. Nach einem Daumen nach oben und Abo kannst du noch letztendlich losgehen mit der Wissensflut hier. Es gibt einige Theorien, aber auch Möglichkeiten, dass bestimmte Menschen, die Bestimmtes tun oder zu sich nehmen, älter werden als andere. Und das ist Fakt. Und ja, ich weiß, jeder kennt diesen einen Opa, der Koks nimmt, Alkohol trinkt, raucht, 300 Jahre alt ist und die gesamte These widerlegen soll. Bitte nicht mit mir. Eineige Zwillinge werden auch nicht genau gleich alt, obwohl ihr Genom so ähnlich ist, wie es nur sein kann. Das muss ich jetzt sehr vorsichtig formulieren. Dieses Themengebiet ist sicher nicht das meist geförderte, denn wir steuern nicht gerade einer Unterbevölkerung entgegen mit unserem Lebensstil. Eher etwas andersherum. Ihr versteht schon, was ich sagen möchte. Daher findet man nur sehr wenig Studien oder noch unwahrscheinlicher Wirkungsmechanismen von Stoffen oder Verhaltensmustern, die wirklich die Lebenszeit verändern. Wirtschaftlich gibt es wenig Interesse, dass Menschen älter werden, da sie keine Kosten schaffen, sondern Kosten verursachen mit zunehmendem Alter. Daher sollte und muss sich jeder selbst darum kümmern, wie er seine Gesundheitsspanne, nicht direkt Lebensspanne, sondern Gesundheitsspanne, am besten beeinflussen kann. Und du bist natürlich ganz anders, denn du unterscheidest dich von jedem, denn du betreibst Prophylaxe, indem du dich informierst und Informationen einholst, die eventuell eine Relevanz darstellen können für deine Leben und Lebenserwartung. Deshalb bist du auf diesem Kanal natürlich. Und dazu möchte ich dir erstmal gratulieren zu deiner Reifheit und deiner Selbstachtung natürlich. Die Stoffe, um die es heute geht, habe ich ebenfalls unten verlinkt. Besonders der Holunder steht hier heute im Fokus mit einem bisher noch komplett neu entdeckten Inhaltsstoff bzw. Fähigkeit dieses Inhaltsstoffs genau genommen, der es in sich hat und euch umhauen wird. Als Preview, 21% längere Lebensspanne bei Säugern wurden gemessen. Das ist wirklich sehr, sehr verblüffend. Eine neue Publikation wurde veröffentlicht zum Thema Langlebigkeit im Nature Research. Das ist ein Verlag, der peer-reviewte, das heißt von unabhängigen, fachspezifischen Wissenschaftlern bzw. geprüften Naturwissenschaftlern zur Qualitätssicherung heranzieht und als bestehender Verlag quasi gilt. Dort geht es um sogenannte Sirtuine. Diese sind Enzyme, das heißt kleinste Proteine. Diese Enzyme namens Sirtuine spielen eine entscheidende Rolle bei der Krankheitsmanifestation bzw. Langlebigkeitserwartung. Diese sind evolutionär eines der ältesten Enzyme, denn diese kommen in so gut wie allen Lebewesen vor, wie Bakterien, Würmern, Hefen, Insekten, Säugetieren oder auch in Nichtlebewesen, wie zum Beispiel in Viren. Wir Menschen haben sogar 7 Stück davon, Tiere eher weniger. Zunächst möchte ich euch erklären, wie diese Sirtuine deine Gene beeinflussen und dann zeige ich euch die Studien, was dieses bewirkt hat bei Säugern und dann zeige ich euch unter anderem auch noch Stoffe und Lebensmittel, die diese Sirtuine bei euch beeinflussen. Also bleibt sehr gerne dran. Aber zunächst erstmal die Basics. Unsere Erbinformationen sind auf Chromosomen geschrieben. Doch woraus bestehen diese Chromosomen? Als erstes kennen wir alle sicher die DNA-Doppelhelix. Diese windet sich um ihre eigene Achse und wirkt spiralförmig. Dort ist eine Abfolge von Basenpaaren zu verzeichnen, ja, so, auf der DNA. Das ist quasi unsere Schrift des genetischen Codes, ja. Das ist quasi unsere Information, der Bauplan, wie man alle unsere Zellen und unseren menschlichen Organismus aufbauen kann. Die genaue Abfolge dieser Basenpaare ist die Sprache der Genetik. Diese Doppelhelix windet sich dann um sogenannte Histone. Das sind Proteine, die es der DNA-Doppelhelix ermöglicht, sich dicht aufzuspulen. Diese DNA-Doppelhelix, aufgeschnürt auf diese Histone, nennt man dann Nukleosomen. Wenn sich diese noch weiter verdichtet, nennt man es Chromatin. Und dieses Chromatin formt dann deine Chromosomen, von denen wir Menschen 44 Autosomale haben und 2 Geschlechtschromosomen, welche darüber entscheiden, ob es ein Mann oder eine Frau wird, XY und XX. Da wir nun wissen, wie unsere Erbinformationen verpackt sind, kann ich euch erklären, wie bestimmte Enzyme unsere Erbinformationen lesbar und
unlesbar machen. Unser genetischer Code ist in jeder Zelle unseres Körpers enthalten, außer den roten Blutkörperchen, denn diese haben keine Zellkern. Diese beinhaltet alle Informationen, um genauso einen Menschen nochmal zu bauen, wie du es schon bist. Ist das nicht faszinierend? Einige Menschen haben einen Defekt. Sie bilden zum Beispiel ein bestimmtes Protein nicht mehr, wie zum Beispiel das Insulin. Und daher werden sie zu Diabetik Typ 1 an, das heißt Zuckerkranke. Das bedeutet aber nicht, dass die Information nicht in ihrem Genom geschrieben ist für den Bauplan für das Insulinprotein, sondern es kommt an einer anderen Stelle zu Problemen. Oft wird diese Information nicht lesbar gemacht für den Körper, sodass er diesen Bauplan nicht erkennt. Oder die andere Möglichkeit, dem Körper wird etwas anderes lesbar gemacht, was er eigentlich nicht lesen sollte. Dass er aber ab jetzt den Bauplan lesen sollte, um Zellen zu bauen, die seine eigenen Zellen zerstören, zum Beispiel Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse, was ebenfalls zu Diabetes Typ 1 führt. Daher spielt die Genetik eher eine untergeordnete Rolle. Unsere Evolution hat in den allermeisten Fällen ihre Hausaufgaben gemacht. Probleme treten in der Transkription auf, das heißt in der Übersetzung von dem Bauplan durch deine Enzyme. Durch chemische Veränderung von Proteinen können diese entweder aktiviert werden oder inhibiert werden. Kommen wir zurück zu den Sirtuinen. Diese machen genau das. Sie verändern Proteine, die Histone, das waren jene, um welche sich deine DNA gewunden hat. Dieses führt zu einer Deacetylierung. Damit die DNA lesbar ist, muss sie zugänglich gemacht werden. Sirtuine entfernen eine Acetylgruppe der Aminosäure Lysin an dem Histon. Dadurch verändert sich der pH-Wert, dadurch windet sich die DNA noch stärker um das Histon, sodass es zur Folge hat, dass sich dort befindliche Informationen nicht in der Reichweite befinden, um diese abzulesen. Informationen auf der DNA werden unzugänglich gemacht. Doch wieso kann das jetzt eine Lebensverlängerung verändern? Das heißt, Sirtuine verhindern, dass bestimmte Genabschnitte abgelesen werden, die möglicherweise ohne Lebenszeit noch verkürzt hätten. Doch ist es wirklich so, wenn Sirtuine in einem Säugetier aktiviert werden und damit verhindern, dass bestimmte Gensequenzen abgelesen werden, dass diese Tiere dann wirklich länger leben? Der Nature Verlag klärt hier auf. Wir sehen hier in der Studie unten, sehen wir die Lebensdauer in Tagen der Tiere und vertikal die Überlebensquote. Wir sehen, WT ist der Wild-Typ, das heißt normale Tiere, ja, die Tour so vorkommen. Diese haben bei Männchen wie bei Weibchen eine Lebenserwartung von 732 bzw. 756 Tagen. Durch die Aktivierung des Sirtuins 6 kam es zu einer Expansion der Lebensdauer auf 932 bzw. 872 Tagen. Kombiniert man dies, verzeichnet man eine Lebensverlängerung von 21%. Das Interessante ist aber, dass Sirtuin 1 im Gegensatz zu Sirtuin 6 dies nicht in der Vehemenz aufwies. Kombiniert man aber Sirtuin 1, welches deutlich schwächer performte als das Sirtuin 6, kam in der Mixed Group, das heißt in der gemixten Gruppe aus Sirtuin 1 und Sirtuin 6, sogar ein noch minimal höherer Wert heraus als das Sirtuin 6 alleine. Obwohl der Mittelwert aus Sirtuin 1 und Sirtuin 6 theoretisch rechnerisch einen niedrigeren Wert ergeben müsste, und zwar 778 plus 905 durch 2 ergibt 841,5. Stattdessen kam aber 911 heraus, noch minimal höher als Sirtuin 6 alleine. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, dass verschiedene Sirtuine Einfluss haben und sich noch untereinander verstärken, auch wenn sie isoliert schwächer wirken. Das entspricht auch eher der Realität, denn sekundäre Pflanzenstoffe aktivieren nicht immer nur eins der Sirtuin-Enzyme bei uns im Körper, sondern mehrere. Zum Beispiel beeinflusst Resveratrol Sirtuine besonders stark. Dazu folgen aber noch Videos. Resveratrol befindet sich übrigens in jedem unserer liposomalen Produkte. Ja? Das habe ich nicht ohne Grund da hinzugefügt. Ja? Dieser Trend ist weiter zu beobachten und untermauert und stimmt noch weiter mit meinen Vermutungen überein. Es wurde ebenfalls die Neoplasie untersucht. Dies ist ein unkontrolliertes Zellwachstum im Gewebe, welches sicher keine ungefährliche Gegebenheit darstellt. Wir sehen hier, bestätigt sich meine Vermutung. Die geringsten unkontrollierten Teilungen waren in der Gruppe, in der beide Sirtuine stimuliert worden sind und nicht in der Gruppe, wo nur eins stimuliert worden ist, der Sirtuine. Denn nur die Kombinationsgruppe konnte mit einer statistischen Signifikanz glänzen. Indem, dass die Aktivierung beider Sirtuine 1 und 6 zu einer statistischen signifikanten Verringerung der unkontrollierten Zellteilung führte. Spontan auftretender Krebs war ebenfalls in der Kombinationsgruppe aus Sirtuin 1 und 6 am besten verringert worden. Die Geschwulst im Darmtrakt konnte mit einer statistischen signifikanten Messgröße verringert werden durch die Aktivierung von Sirtuin 6 oder aus einer Kombination aus Sirtuin 1 und 6. Sirtuin 1 alleine führte aber zu keiner statistischen Verbesserung. Wir sehen hier,
Denselben Trend. Sirtuin 6 hebt die alleinige schwache Wirkung von Sirtuin 1 auf und hebt sie wieder an, wenn Sirtuin 1 und 6 kombiniert werden. Fassen wir zusammen. Die Aktivierung der Sirtuine, also der Enzyme, Sirtuin 1 und 6 oder die Kombination führt zu einer Lebensverlängerung bei Säugern sowie auch einer Gesundheitsverlängerung bzw. Prävention von Krankheiten wie zum Beispiel Krebs in der Studie. Ein weiterer Versuch wurde getan, in dem Säuger in Jung und Alt unterschieden wurden. Daraufhin wurde die Leistungsfähigkeit gemessen, die sich steigern sollte nach der Aktivierung dieser Sirtuin-Enzyme. Wir sehen beide blauen Balken. Das sind die unbehandelten normalen Säuger, jung und alt. Es kam zu einer statistisch signifikanten Abfall der Leistung nach dem Laufband bei älteren Mäusen. Zunächst in der jungen Gruppe führte die Aktivierung von Sirtuin 1 zu keiner Steigerung, eher Abfall der Leistung. Kombiniert Sirtuin 6 oder 1 oder 6 alleine hingegen schon. Dies aber nicht signifikant, aber messbar. Bei Älteren sah dies anders aus. Sirtuin 1 oder Sirtuin 6 alleine führte beide zu einer Steigerung der Leistung, Sirtuin 6 alleine auch statistisch signifikant. Die beste Leistung bei älteren Säugen konnte gezeigt werden, wenn Sirtuin 1 und 6 beide aktiviert worden sind, so konnte die Leistungsfähigkeit auf ein Niveau gebracht werden, der älteren Säugern wie das von jungen Säugern, nur durch die Aktivierung dieser Sirtuine in dem Körper dieser Säuger. Ich finde das unfassbar hier, wirklich. Hingegen konnte auch gezeigt werden, hier lila, dass die Säuger, bei denen Sirtuin 1 und 6 aktiviert wurden, auch am häufigsten spontan das Laufband wählten. Gerade im älteren Alter bis 15 Monate. Dies hat ebenfalls Gründe. Sirtuin 6 war in der Lage, die Kraftwerke der Zelle zur Aktivität zu motivieren. Hier sehen wir einige Parameter aus dem Citratzyklus, der wichtig ist für die spätere ATP-Synthese, der universelle Energieträger bei jeder in unserem Körper. Dazu gehören Citrat, Akonitat, Alpha, Ketoglutarat, Malat, alles Stoffe aus dem Citratzyklus, außer Mitochondrien, sowie NAD+, ja, bei Älteren, was wahrscheinlich das wichtigste Substrat darstellt bei der Energiegewinnung höherer Lebewesen. Dies kann auf die höhere Aktivität der Leber bzw. der Zucker- bzw. Fettbereitstellung zurückzuführen sein. Die Schlussfolgerung der Wissenschaftler ist eindeutig. Insgesamt kontrolliert Sirtuin 6 die Lebensspanne und die Fähigkeit, Energie in Zeiten ihrer begrenzten Verfügbarkeit bereitzustellen, wie zum Beispiel bei körperlicher Aktivität, Fasten und Alterung. Diese Pfade zusammen mit der bekannten regulatorischen Rolle von Sirtuin 6, der alltagsbedingten metabolischen Signalwerte mTOR, IGF-1, AMPK, macht Sirtuin 6 zu einem Master-Regulator des gesunden Alters und als potenzielles therapeutisches Ziel zur Funktionserhaltung im Körper und das Verzögern des Auftreten von Gebrechlichkeit einzuleiten. Der limitierende Faktor ist natürlich jener, es handelt sich hier um Säuger. Diese sind zwar auch immer noch, also wie wir, ja, ebenfalls Säuger, ja, aber immer noch einer anderen Spezies. Und Gene wurden hier aktiviert durch Eingriffe und nicht durch Verabreichung einer Stimulanz. Eine Übertragung 1:1 auf den Menschen ist daher nicht möglich, bietet aber trotzdem sehr gute Anreize, dem nachzugehen. Denn dieser Mechanismus ist nicht von der Hand zu weisen, da wir dieselben Sirtuine wie diese Säuger bei uns besitzen und aufweisen. In The Nature ist ebenfalls ein Artikel erschienen, der sich genau mit der Thematik auseinandersetzt, welche Stoffe lösen denn diese Aktivierung auf und vor allen Dingen auch in welchen Lebensmitteln gleich sind diese enthalten. Gesprochen wird von Stoffen, die 55 mal höhere Aktivierung auslösen können. Wir sehen hier, dass 20 Stoffe getestet wurden und demnach, wie stark sie die Sirtuin 6 Aktivität erhöhen. Und Cyanidin mit der Nummer 17 hatte den höchsten Wert, 55 mal Erhöhung der Sirtuin-Aktivität. Myrcidin mit der Nummer 16, Delphinidin mit der Nummer 18 oder Quercetin mit der Nummer 15 war auf Platz 2. Kommen wir nun zu dem Teil, da wir nun wissen, dass sekundäre Pflanzenstoffe besonders dazu befähigt sind, deine Langlebigkeitsenzyme zu aktivieren, wo wir uns ansehen, welche Lebensmittel viel davon enthalten. Cyanidin auf Platz 1 haben wir hier die Liste. Wir sehen hier die Holunderbeere mit Riesenabstand, das Lebensmittel Nummer 1 mit dem höchsten Cyanidingehalt. Daher haben wir Holunderbeeren-Extrakt sogar. Ja, nicht normale Holunderbeere, sondern Extrakt. Für euch neu vorbereitet, damit ihr das Maximum an Cyanidin für euch einfach mal ausprobieren wollt, wenn ihr das tun wollt. Kommen wir nun zu Nummer 2, Quercetin. Das haben wir auf liposomaler Basis bei uns auch. Ja, Quercetin sehen wir hier. Das Produkt liposomal verkapselt, aber
Natürlichen Quellen wären dann jene Ampfer, ne, danach kommt der Koriander, danach kommt die Wasserkresse, der Spargel. Aber auch hier in Blau sehen wir sehr gut wieder die Holunderbeere mit einem sehr hohen Anteil an Quercetin. Und wie Blaubeeren natürlich auch die Alleskönner, ja. Zum Mercetin, was ebenfalls sehr stark situinsektaktivierend gehört, wieder an der Spitze der Ampfer, ne, wie Cranberries sowie Süßkartoffeln. Und Delphinidin sehen wir hier die schwarze Johannisbeere ganz vorne. Fassen wir mal zusammen. Sirtuine spielen eine entscheidende Rolle bei der Gesunderhaltung und Langlebigkeit verschiedener Organismen. Diese können aktiviert werden durch sekundäre Pflanzenstoffe, besonders Cyanidin, Quercetin und Myrcetin. Diese befinden sich besonders in pflanzlichen Lebensmitteln wie Beeren, Wildkräuter, dort aber spezifisch zu nennen Holunder, Ampfer und schwarze Johannisbeere. Viele Informationen findet ihr in der Infobox oder auf purazell.de. Auch von den Stoffen, denen ich gerade gesprochen habe, findet ihr alle auf der Homepage. Wir sehen uns gleich auf purazell.de. Dankeschön für deinen Support. Bis zum nächsten Video. Ich sag ciao.